der Hauptaufgaben des Salzburger Skilehrerverbandes ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Salzburger Ski- und Snowboardlehrer. 2000 Personen dürfen wir jedes Jahr als Kursteilnehmer begrüßen. Über diesen regen Zulauf zu den diversesten Ausbildungsmaßnahmen des Salzburger Berufsskilehrerverbandes freuen wir uns natürlich sehr. Internationales Publikum und der international hoch angesehene Ruf der Salzburger und österreichischen Skilehrerausbildung tragen natürlich dazu bei. Die Salzburger Skilehrerausbildung ist dreistufig und klar strukturiert. Interessenten beginnen mit der Skilehrer- und Snowboardlehrer-Anwärterausbildung. Darauf aufbauend folgt dann die Ausbildung zum Landesskilehrer Teil 1 und Landesskilehrer Teil 2 und zum Snowboardlehrer. Die Schwerpunkte bei der Landeslehrer 1-Ausbildung ist eigentlich mehr in sportlichen Bereichen. Das heißt, wir fahren nachher diese Themen durch, die was beim Unterrichten im Winter paralleles Skisteuern ist, in sportlichen Bereich Richtung Kartverein. Und beim Landeslehrer, was die fertige Ausbildung ist, geht nachher rein, Tiefschneefahren, Buckelpiste, Geländefahren, Riesenradfahren, also die fertige Ausbildung. Also das war jetzt die beste Fahrt deines Lebens. Danke. Super. Ja, beim LS2 geht es, dass wir das Schulefahren perfektionieren, dass die Kandidaten oder unsere Skilehrer das Schulefahren in der Feinform vorzeigen können. Und weiters sind wir auch sehr viel im Gelände unterwegs, auch im freien Skiraum. Sie dürfen ja dann im Nahbereich Gruppen führen, dass man ihnen das zeigt und wie man sich im Tiefschnee bzw. im Schlechtschnee bewegt. Gell. Weiters haben wir noch sehr sportliche Fahrten. Wir schauen, dass die Skilehrer sportlich auf einem sehr hohen Niveau sind. Ja, LS2, da geht es natürlich schon rund, nicht durchs ganze Gelände fahren, Buckelpisten fahren, und es kommen auch viele gute Jungs nach. Also da muss man natürlich schon gut am Ski stehen und selber schon ein bisschen was drauf haben, dass man denen natürlich noch was zeigen kann, weil das Niveau ist da schon relativ hoch und da sollte man schon dementsprechend dafür gewappnet sein. Die Snowboardlehrerausbildung, speziell beim Landeslehrerausbildung, sieht so aus, dass wir einfach in das ganze Sportlichere ein bisschen reingehen, sprich Racekarven, kurze Radien, auch unter anderem relativ viel Gelände, ein bisschen Halfpipe, ein bisschen Park, dass die Lehrer einfach quer durch alles ganz gut kennen, alles beherrschen. Natürlich schaut das Ganze auch so aus, dass wir das Ganze mit viel Liebe machen und Spaß. Und im Endeffekt ist das Ganze so, dass man das einfach mitunter erleben muss und nicht einfach nur fahren kann. Ich gehe auch sehr über mentale Grenzen drüber und habe viel hier gelernt und auch viel Spaß im Park entwickelt, was ich früher nie hatte. Also ich bin sowas noch nie gefahren und es macht total Spaß. Jedes Mal lerne ich wieder etwas dazu, aber das sind so kleine Dinge. Jetzt mit Landes 2 sind es eher eine Muskelspannung, die man mehr machen muss oder so. Oder keine Ahnung, so kleine Sachen, aber das bringt so viel mit das Skifahren. Und wenn man sauber runterfahren kann, wow, das ist ja super geil. Also ich habe extrem viel dazugelernt vom Eigenkönnen her. Und das ist eigentlich extrem cool. Und gerade so jetzt an Buckelpisten fahren am LS2 und so, das kann man sonst relativ selten machen. Und da wir so eine kompetente Ausbilder haben, ist es einfach extrem cool. Skilehrern ist der geilste Job der Welt. Was Besseres gibt es nicht. Ja, ich war vorher in einem Restaurant gearbeitet und ja, ich liebe Kinder unterricht und in die Natur werden und es macht viel Spaß. Skilehrer zu sein ist einfach für mich ein Traum. Ja, you get to see people get better and you get to work in a place like this and get to go snowboarding every day. So there can't be anything better. Skifahren steht natürlich im Mittelpunkt, aber es geht auch darum, dass man die Leute, die Menschen gern mag. Beim Skilehrern muss man Verantwortung übernehmen, muss Gruppen führen, muss Leute begleiten in oft schwierige Situationen. Und wenn man diesen sozialen Aspekt beim Skilehrern gern mag, dann ist man da richtig.
Tu was Gescheites. Tu was Gescheites. Tu was Gescheites. Wer Skilehrer? Skilehrer. 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 Na, kannst du auch in der Sonne stehen, so wie ich. Skifahren ist schon ganz okay, aber wer richtig Spaß haben will, der soll es nachwarten gehen, Leute. Macht es gut.